Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal machen wir mal Mario Editor, da es irgendein Internet-Bug gibt und wirklich nichts mehr funktioniert. Ich habe wirklich keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall spielen wir jetzt mal meine Level. Ja, ich mache ja das Dragon, du bist als Let's Play. So, na, jetzt komme ich hier nicht hoch. Moment. Die Level sind noch nicht fertig, so viel kann ich schon mal sagen. So, my own level edit. So, wenn ihr euch fragt, wieso ich dort gestartet bin, dort kann man nämlich immer Marios hinsetzen und die spawnen dann an einem ganz bestimmten Punkt. So, jetzt kann ich den Level endlich komplett spielen. Oh Gott, ich kann nur beten, dass ich das Video heute hinkriege, sonst bin ich wirklich erledigt. So. Ja, jetzt konnte ich hier die Brennerpflanze killen. Oder eine Brennerpflanze ist rechenbar nicht unbedingt, dass man hier hoch kann. Hier sind solche Blasen. Ich glaube, die soll man eigentlich in Unterwasserwelten in Röhren tun. Aber hier geht's auch. Und dann nimmt man hier halt das Trampolin mit. Man muss es nicht mitnehmen. Es ist quasi nur ein Secret. Aber man sieht hier schon, es ist mehr als nur offensichtlich. Vor allem, ich bin eigentlich schon fast fertig mit dem Draken, du gesagt, Let's Play. Und ganz genau jetzt, bei dem Finale, funktioniert es nicht mehr. Ja. Vielleicht liegt es auch nur an dem Bug von Spielauf. Ich habe wirklich keine Ahnung, was zur Hölle da los ist. Ich mache jetzt einfach Mario Editor. Und wer das Let's Play gerne heute gesehen hätte und es jetzt nicht sieht, dann beschwert euch bei den Leuten von Spielauf und nicht bei mir. Ja, Spielauf ist auch sehr, sehr verbuggt. Aber es ist eben die beste Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Und ja, da oben wäre, glaube ich, in Schuh-Power-Up gewesen. Also das in Mario Bros. 3. Oh Gott. Mario. So, jetzt kann man sich auch hier durch warpen. Es geht nicht nur durch Röhren. Da platziert man nämlich immer solche Pfeile. Ja, hier ist es ziemlich schwierig auszuweichen. Und wegen einem Millimeter habe ich es jetzt nicht geschafft. Typisch. Ich habe schon so beschissene Laune. Aber das muss es natürlich noch verstärken. Ja. Und das Spiel wäre vermutlich gestartet, aber das war so ein Werbung-Bug, dass die Werbung nicht abgespielt werden konnte und dann ging es halt auch nicht weiter. Ich kann nur beten, dass es irgendwie wieder funktioniert, denn sonst sehe ich alt aus. Ach. Ja, ich kämpfe gegen Birdo. Ich habe noch gar nichts hier erwähnt aus dem Level. Hier sind meine Münzen. Diese Teile hier kennt man aus Super Mario World. Dadurch kann man rennen. Das hier ist auch ein kleiner Speedrun. So, hier bin ich dann später gespawnt. Hier kann man hoch. Kann den P-Switch betätigen. Wir spawnen dann Münzen. Die gibt es hier nämlich auch. Und ich kann hier auch nochmal die Münzen absahnen. Yay. So, und hier zum Beispiel. Und jetzt kann ich mich hier warpen, aber es ist ziemlich kompliziert, es so zu machen, dass man sich hier warpen kann. Weil das auch zum Teil manchmal nicht funktioniert und zum Teil muss es auch die richtige Reihenfolge sein, glaube ich. Hier kann man sich auf jeden Fall entscheiden, wo man lang geht. Ja. So, ich gehe erstmal den unteren Weg. So, careful, there are dangerous lightnings. Ja, hier nämlich von oben kommen solche Blitze und wenn ich jetzt hier hochgehe, das ist auch so ein, wie heißen die eigentlich? Oh, man darf nicht auf die springen, dann stirbt man. Aber ich habe eigentlich schon den ganzen Level gezeigt. Man kann sie mit Koopa-Panzern killen, ich zeige das jetzt mal kurz. So, das Mikro ist noch an, immerhin. So, hier ist nämlich ein Koopa.
so. Ich hätte das noch so programmiert, wenn das jetzt ein richtiges Mario-Spiel wäre, also nicht nur ein Level-Editor, dass man dort dann auch Toads gesehen hätte, die sich hier nicht weiter trauen, und nachdem man dann den Gegner besiegt hat, keine Ahnung wie der heißt, dann wären sie dort wieder gewesen. Keine Ahnung. So. Return to Editor und Quiet. Ja. Just like Sonic. Play. Ja, das ist ein Speedrun-Level. Act 1. Ja, man wird von diesen Blasen getrieben. Man muss rennen. Was anderes kann man gar nicht tun. So. Ja, gut ausweichen. Ich finde das einfach genial. Ich bin auch ein relativ großer Sonic-Fan. Dann hier schnell rein. Der Level ist sogar schon fast fertig. Jetzt gehe ich hier hoch, renne hier lang. Immer bei den goldenen Blöcken springen. So, hier nochmal springen. Und dann bin ich ja eigentlich schon. Und hier muss ich jetzt wahrscheinlich das Ziel hin tun. Weil ich sonst keinen Platz mehr zum Level bauen habe. Ja, dass man da auch rennen muss. Ja. Ja, return to mein Menü. So, ich zeige euch mal, wie ich das hier gemacht habe. Die P-Switch Coins habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Hier bei Items, die heißen P-Coins. Das hier sind übrigens die Blasen. Wenn ich zum Beispiel hier Mario hinsetze und hier eine Blase, bam, so, Start. Dann treibt das einen hier nach oben. Das sind nicht besonders viele. Also hier ermöglicht einen das auch nur ein bisschen zu gleiten. Aber wie ich es in einem anderen Level gemacht habe, da wird man dann richtig getrieben. So, hier ist ein Schuh drin. Setz Mario mal hier hin. Es gibt übrigens auch coole Einblendungen, zum Beispiel Jump Mario, wenn ich ihn hier hinsetze. Okay. Dann springt er hier so ins Bild rein und was zur Hölle. Ja, danke, dass du einfach mal Schaden genommen hast. Ich bin auf den gesprungen, hab Schaden genommen. Das war ein bisschen Betrug. Ja, das ist so textlich. So, hier ist jetzt so ein Schuh, wie man ihn aus SMB 3 kennt. Also Super Mario Bros. 3, die Abkürzung. Sollte aber eigentlich jedem klar sein. Aber ich frage mich, kann man Würde hier irgendwo Schaden machen? Ich schaffe jetzt nicht. Ich glaube, das kann man noch gar nicht mit dem Schuh noch schaffen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt ja auch noch Fine Mario. Das ist etwas ganz Besonderes. Und ich, wo könnte ich das denn mal hinsetzen? Hier zum Beispiel. Dann setze ich das mal hier hin. Und dann... dann wächst hier so ein Ranke. Und Mario klettert... ach so, bis dahin klettert er dann auch nur. Auf jeden Fall wächst dann ganz am Anfang so eine Ranke. Ja, oder was gibt's hier noch? Warp Mario. Da könnte man so machen als Intro, dass er dann bei einer Röhre... hier ist irgendwie nichts passiert. Vermutlich muss man das bei einer Röhre machen oder man muss ihn in eine Röhre tun, keine Ahnung. Hier gibt es auf jeden Fall die Checkpoints, die habe ich am Anfang gar nicht gefunden. Und das ist ein Autoscroller. Ich weiß jetzt nicht ganz, macht das wirklich Autoscrolling? Was? Let's go. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier genau gemacht hat, aber es scheint nicht besonders gut gewesen zu sein. Ja, dann gibt es hier noch ein paar kleine coole Features. Moment, wo war das nochmal? Sections? Nein, das... ach, bei Settings. Rainstorm an. Power-ups when damaged on und Classic Scrolling, das mache ich alles mal an. So, das Classic Scrolling ist quasi wie in Super Mario Bros. 1, dass man nicht mehr zurück kann. Es eignet sich vielleicht für Speedrun-Levels, zumindest dann, wenn es nur in eine Richtung geht. So,
kaputt. Am Anfang wollte ich auch einen Pinguinanzug reinmachen, aber man wird gar nicht mehr von den Blasen hier getragen, wenn man einen Pinguinanzug anhat. Das ist seltsam, aber gut. Jetzt muss ich das hier wirklich ohne Treffer schaffen. Wenn ich das nicht schaffe. Ach was. Möchte ich das jetzt nicht verloren haben? Auf jeden Fall. Ist das jetzt die Veränderung? Ich glaube wirklich. Ich will das jetzt aber nochmal testen. So Settings. Die Power-Ups, wenn damaged. Eigentlich müsste man dann Items erhalten dadurch. Also die man schon eingesammelt hat. So, wenn ich jetzt getroffen werde. Hallo? Dann verliere ich das. Das ist der Unterschied. Und das finde ich auch gut, dass das so gemacht wurde. Denn für manche Passagen braucht man bestimmte Power-Ups. So. Rainstorm, wie man hier gesehen hat, ist, dass es regnet. Ich stelle das alles wieder aus, weil das für das Level nicht so sein soll. Na, da habe ich mich jetzt verdrückt. Ich und du Editor. White. Ja, ich habe alles gespeichert. Gespeichert. So, just like Sonic. Geht's mal in den Edit-Modus. So, das sind hier diese Teile. Ich weiß gar nicht mal, gar nicht mehr, wo es die gab. Hier gab es die. So, right. Ja. Left. So. Ja, gibt's auch. Da kann man hier hochgetrieben werden. Die Goombas sollen hier sozusagen wohnen, denn du musst die Blasen hier hin platzieren, weil die einen hier ja irgendwie. Sonst hätte das nicht gereicht. Die fangen erst so einen Block später an, als wie man sie platziert. Und da konnte ich ja nicht einfach alles wegmachen. Das sehr komisch aus. Und deshalb habe ich hier ein kleines Goomba-Haus hingebaut. So. Hier sind diese Teile. Keine Ahnung, wie die heißen. Forms, jetzt wird man hier hoch. Getrieben. Dort sind ziemlich viele Gegner, die man killen kann. Ja, hier. Wie macht man das denn? So, mein. Und dann, wie hatte ich das nochmal genannt? So, das ist nämlich die Section. Speed 2. Also mein zum Warpen. Und Speed 2. Da muss man dann den Text eingeben. So. Dann hier noch so ein Pfeil, das sollte ja klar sein. Und noch so bei Warp so ein W einfügen, sonst geht das auch nicht. Ja, sonst wird man hier nicht gewarpt, sonst spawnt man random irgendwo. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Bis dann und ciao, euer Jono.